ZD301 hört. Ja, das ist ein hochgestiegenes Fahrzeug. Wurde gerade in der Warte mal kurz. Straße ein Industriegelände gesichtet. Ja, ZD301 hat mit. In der Kreuzberger Straße wurde das Fahrzeug gefunden. Ja, verstanden. Der Transporter. Ja. Dann sollten wir da mal schnellstmöglich so, hinfahren. Dann fahren wir dahin. Genau. Ich habe eine gute Nachricht. Das Fahrzeug wurde gefunden. Wir fahren jetzt dahin, ja? Ja. Da die Beamten nicht wissen, ob sich der Entführer noch im Fluchtfahrzeug aufhält und vor allem wie gefährlich er ist, hat die Eigensicherung nach der Ankunft in Kreuzberg oberste Priorität. Ist offen. Ha? Ich mach auf. Okay. Bereit? Ja. So. Schwarze Jacke, sonst nicht weiter. Das ist das Ihr Fahrzeug, ja? Ja. Gucken Sie mal rein, wir haben nicht weiter. Wieso laut? Ist das die Jacke von Ihrer Frau? Ja. In dieser Situation besteht natürlich Gefahr im Verzug. Der Frau kann jederzeit was passieren. Wir wissen nicht, eine Waffe war im Spiel. Also wir wissen ja auch nicht, was den Täter oder die Täter dazu getrieben hat, jetzt die Frau zu entführen. Ja? Also der Sache müssen wir jetzt erstmal nachgehen und deshalb ist äußerste Vorsicht gegeben. Na, warte mal, da ist was offen. Sie bleiben hier, ja? Ja. Wir geben Ihnen dann Bescheid. Okay, wollen wir rein? Ja, wir gucken mal. Geh mal rüber. Also sie, hast du mitgekriegt, sie ist blond und hat wohl Strähnchen. Wir haben uns dann links und rechts natürlich erstmal umgeschaut und dann nimmt man natürlich das, was am einfachsten ist. Und hier war eine offene stehende Tür zu einer Lagerhalle. Also kann da vermutlich auch der Täter drin sein. Da sind wir als erstes reingegangen und dann entwickelt man sich halt so ein bisschen im Uhrzeigersinn, kommt immer auf die Örtlichkeit drauf an, sodass man möglichst alle Seiten abgedeckt haben, weil hier diverse Ein- und Ausgänge waren. Man weiß nicht, von wo können die Täter kommen, sodass man halt versucht, sich gegenseitig zu decken und dann halt irgendwie weitergeht. Man muss ja irgendwo anfangen und irgendwo dann vielleicht auch mal beenden. Gehen wir jetzt so in deine Richtung. Ja. Hier steht einer. Polizei! An die Wand ran. Ich sicher. Okay. Arme nach hinten. Lass die Augen los. Ist eine schöne Ruhe. Ist gut. Nachdem der Täter den Baseballschläger hat fallen lassen, sind wir gleich ran. Ich habe ihm die Handfesseln angelegt, hat sich ein bisschen gesträubt. Aber ging alles ganz gut. Ich habe ihn natürlich dann sofort befragt, wo die Frau ist. Und der wollte keinerlei Angaben dazu machen. Und es ist natürlich schlecht für uns. Ja. Wir müssen die finden. Wir wissen nicht, was mit der ist. Und ja, wenn dann einer nicht redet, ist natürlich nicht so schön. Verolina für ZD301. Wir bräuchten ein weiteres Fahrzeug mit Eile zur Kreuzbergstraße. Ja, komm mal hinterher, da ist noch eine männliche Stimme. Hier, du, mach den hier fest. Ja, mach den da fest, da ist noch eine männliche Stimme. Hier ist am Geländer. So, du bleibst jetzt hier. Okay. Scheiße, wir müssen noch. Ja, ja. Ja, auch das hier ist eine schwierige Situation, ja. Also wir müssen jetzt die Frau finden und müssen aber auch auf unsere Eigensicherung achten, ja. Und da muss man also sich wirklich zusammenreißen, dass man nicht vorrennt. Also man will ja los, man will der Frau helfen, man hört die um Hilfe schreien, man weiß nicht, was mit der ist. Natürlich will man hin. Noch höher, oder? Messer. Polizei! Polizei, Messer weg!
Lass das Messer los. Los, lass das Messer los! Auf den Rücken, auf den Bauch, los! Messer gesichert. Auf den Bauch. Ah. Was war das? Ey! Ah. Arm nach hinten, den anderen Arm nach hinten, los! Nein! Den anderen Arm nach hinten! Oh. Aus! Oh. Ja, der Täter, konnte mich dann noch sehen und griff dann noch zum Messer, aber das konnte rechtzeitig unterbinden, dass er das einsetzt. Hab sofort seinen Arm ergriffen, die Hebel angesetzt und konnte ihn dann zu Boden bringen und zusammen mit Sven arretieren. Ihr habt kein Recht, ihr wisst ja gar nicht, was passiert. Was haben wir angetan? Oh mein Gott! Oh mein Gott, geht's dir gut? Ihr könnt das nicht mehr machen, Mann! Das ist sauber. Ja. Alles in Ordnung? Oh mein Gott, Maus. Ja, ich bin natürlich, nachdem wir den Täter fixiert hatten, gleich zur Frau und habe gefragt, wie es ihr geht. Hab dann erstmal die Kabelbinder um ihren Bein gelöst und hab dann auf alle Fälle erstmal ein RTW gerufen, weil sie stand unter Schock, das hat man gemerkt. Sie hat geweint, sie war völlig aufgelöst. Und was sehr heftig war, sie hatte extrem rote Würgemale am Hals. Gehen Sie mit Ihrer Frau erstmal nach unten. Wir folgen Sie uns. Wir gehen vor, ja. Wir müssen ihn runterbringen, weil wir haben unten noch den anderen Täter. Haben Sie mich verstanden? Und dann erwarten wir unten den Krankenwagen, okay? Rettung in letzter Sekunde. Auf dem Weg nach draußen wartet allerdings die nächste böse Überraschung. Denn ganz offensichtlich kennt der Ehemann des Opfers die Peiniger seiner Frau. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schnauze, du Arschloch! Nils Ludwig! Und Handlungsleister, dass ihr charakterisch fehlgeleitet worden seid, das wusste ich ja schon länger. Aber dass ihr zu sowas in der Lage seid. Wir kommen gleich zu Ihnen, Herr Novak, ja? Als wir die beiden Tatverdächtigen zu unserem Auto gebracht haben, sind wir noch mal auf den Geschädigten mit seiner Frau getroffen. Und er meinte auf einmal, dass sie beiden kennt. Es waren ehemalige Mitarbeiter von den beiden, die er vor kurzem entlassen hat. Da könnte natürlich das Motiv liegen, dass sie sich hier wirklich an der Frau leider Gottes rächen wollten, aufgrund dessen, weil sie halt entlassen wurden. Wolltet ihr euch rächen oder was? Rache? Sag jetzt gar nichts. Rache. Okay, gut. Dann müsst ihr euch auch nicht weiter zu äußern. Ihr seid erstmal hier festgenommen, das ist ja klar, war. Und dann kommt ihr jetzt mit zur Gefangenen-Sammelstelle. Und dann werden wir euch der Kripo übergeben und dann könnt ihr euch da nochmal äußern. Ja? Gut. Wir müssen das jetzt natürlich noch im Detail erstmal alles klären, aber im Verdacht stehen Sie jetzt erstmal, einen räuberischen Menschenraub begangen zu haben, weil Sie haben ja die Dame sozusagen gewaltsam gegen ihren Willen mitgenommen. Da oben muss man dann noch im Nachhinein klären, aber sah für uns erstmal wie eine Vergewaltigung aus, wie eine versuchte Vergewaltigung. Das beides ist erstmal jetzt Fakt. Das wird dann erstmal so niedergeschrieben und dann muss ein Richter sehen, was daraus wird.